Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist ein Video, worüber ich mich selber so sehr freue. Ich liebe Weihnachten, ich liebe diese weihnachtliche Stimmung, ich liebe es, Geschenke zu machen. In diesem Video zeige ich euch meine Geschenkideen für Weihnachten. Wir haben aus jeder Kategorie etwas. Es gibt sehr günstige Geschenke, es gibt so etwas dazwischen und dann habe ich auch etwas teurere Geschenke. Also es ist von allem was mit dabei. Egal, wem ihr diese Geschenke machen möchtet. Ich habe Frauengeschenke. Ich habe Männergeschenke, deshalb bleibt unbedingt dran. Aber vergesst bitte nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt fangen wir an mit den Geschenkideen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den etwas günstigeren Geschenken. Bei Action habe ich diese Flaschen hier gefunden. Und zwar wollte ich zu Weihnachten jedem auch etwas Selbstgemachtes, Selbstgekochtes schenken. Neben Plätzchen könnt ihr auch so Likör zum Beispiel selber machen. Ich finde, das sieht halt nicht so hochwertig aus und außerdem sieht das auch nicht so weihnachtlich aus. Und hier ist dann noch so ein Schlüssel dran. Aber das ist jetzt nicht so mein Geschmack, deshalb habe ich das abgemacht. Das kommt erstmal in die Spülmaschine und dann werde ich selber Likör machen mit meinem Thermomix. Dazu gibt es ganz viele verschiedene Rezepte, könnt ihr euch online mal angucken. Ihr könnt mal schauen, was mögen eure Eltern, euer Mann vielleicht, je nachdem, wem ihr es schenken möchtet. Ich glaube, ich werde Mandellikör oder Schokoladen-Espresso-Likör machen. Ich schaue mal, was ich damit machen werde. Wirklich sehr süß. Und ich finde, wenn ihr solche Flaschen woanders kauft, dann gebt ihr allein für die Flasche schon um die 5 Euro aus. Aber bei Action bekommt ihr sie für unter 1 Euro. Wirklich sehr, sehr schön. Die gab es auch in Rund. Je nachdem, wie ihr sie am schönsten findet. Ich finde diese Flasche einfach mega süß. Etwas sehr Günstiges, aber Lustiges, womit ihr mit eurem Partner sehr viel Spaß haben könnt. Das Geschenk hier bekommt ihr auch bei Action. Das ist so eine Spielbox mit 99 verschiedenen Spielen. Eigentlich ist das, glaube ich, eher so für Kinder gedacht. Aber Timo und ich spielen zusammen sehr gerne zum Beispiel Backgammon oder Uno, Kartenspiele. Spielen wir wirklich sehr gerne. Und auch mal einfach so, statt zusammen immer nur Netflix-Serien zu gucken, könnt ihr mit eurem Partner Spiele spielen. Ich finde, das Thema wird voll vernachlässigt, aber es ist so schön mit dem Partner Brettspiele zu spielen. Bekommt ihr auch bei Action um die 4 Euro wirklich sehr, sehr wenig Geld. Das könnt ihr nutzen, entweder um euer Hauptgeschenk noch ein bisschen aufzupeppen, sodass der Partner halt so ein, zwei Geschenke auspacken kann, statt nur ein Geschenk. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen und das schweißt auch so ein bisschen zusammen. Zusammen Spiele zu spielen ist wirklich eine sehr tolle Sache für die Beziehung. Jetzt kommen wir zu der mittleren Preisklasse. Diese beiden Sachen, die ich euch jetzt gezeigt hatte, waren ja eher sehr günstig. Jetzt kommen wir zu der mittleren Kategorie. Wir fangen an mit so einer wunderschönen Blumenbox. Und zwar ist da so ein Blumenschaumstoff drin, zeige ich euch alles, damit die Blumen sehr lange mit Wasser versorgt werden. Ich sage euch auch, wo ihr die am günstigsten bekommt. Schaut mal bitte, wie schön sieht das aus. Ich hatte selber am 5. Dezember Geburtstag und meine Mädels haben mir diese Blume geschickt in so einer schönen Box. Könnt ihr aber sehr leicht nachmachen. Dafür braucht ihr einfach nur Blumen. Dann braucht ihr eine Box. Ihr braucht außerdem irgendwas Folienmäßiges, was ihr da reintun könnt. Nehmt dazu einfach eine Tüte, die ihr im Supermarkt mal so mitgenommen habt, weil ihr eure Beuteltasche vergessen habt. Einfach eine Tüte reintun. Steckschaum heißt das. Dann nehmt ihr euch Steckschaum, bekommt ihr auch bei Action sehr, sehr günstig. Wir haben einen Bastelladen, nennt sich Idee. Ich weiß nicht, ob es diesen Laden überall in Deutschland gibt. Auf jeden Fall bezahlt man bei uns bei Idee ziemlich viel für diese Kleinigkeiten. Und bei Action bekommt ihr Steckschaum für wenig Geld. Ich habe da nicht mal 1 Euro für ausgegeben. Absolute Empfehlung. Und dann könnt ihr außerdem noch so kleine Weihnachtskugeln dafür nehmen zum Dekorieren. Das sind Dinge, die nicht viel Geld kosten, aber das ist dann auch nochmal etwas Selbstgemachtes. Und außerdem sieht es so schön aus und man hat sehr lange was davon. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Dafür nehmt ihr euch erstmal die Box. Dann tut ihr da entweder Folie, Tüte, was auch immer rein, damit das Nasse nicht euer Kartonbox kaputt macht. Und dann nehmt ihr euch eine Schüssel, füllt da Wasser rein und schneidet den Steckschaum in so kleine Teilchen, so dass alles in die Box schön reinpasst. Dann nehmt ihr euch nacheinander die Steckschaumstücke, tunkt sie in diese Schüssel, bis sie komplett vollgesogen ist mit Wasser. Und dann platziert ihr diese Stücke in die Box und dann könnt ihr euch auch schon eure Blumen nehmen und so platzieren,
wie sie euch halt gefallen. Und anschließend könnt ihr ein bisschen dekorieren. Ihr könnt eine Schleife benutzen, ihr könnt kleine Weihnachtskugeln benutzen. Um das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, könnt ihr Pralinen nehmen und die dann auch darin platzieren. Ich versichere euch, eure Freundin, eure Tante, eure Mutter, eure Schwester, die werden sich wirklich sehr über das Geschenk freuen. Ich weiß, dass man für diese Boxen, die fertig sind, schon ziemlich viel Geld bezahlt. Und bei der Variante, die ich euch gezeigt habe, bezahlt ihr einmal die Blumen und dann bezahlt ihr noch so um die 3 Euro für die Box, für Steckschaum und ein bisschen Weihnachtskugeln. Und das war's auch schon. Also wenn ihr die Blumen günstig bekommt, dann seid ihr so ungefähr bei 10, 15 Euro. Und die Person, die das Geschenk bekommt, wird sich wirklich sehr freuen. Also ich selber würde mich sehr darüber freuen. Jetzt kommen wir zu den zwei Geschenken, die so zwischen 20 und 30 Euro kosten. Einmal so eine Kinobox. Davon habe ich 2 Stück geholt. Ich sag's euch, ich freue mich so sehr, nach diesem Video meine Geschenke fertig zu haben, sie auch schon fertig eingepackt zu haben. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn die Geschenke Anfang, Mitte Dezember schon fertig sind. Dann habt ihr halt nicht so einen Weihnachtsstress. Bitte tut euch den Gefallen und besorgt euch die Geschenke vorher schon. Dann seid ihr am Ende nicht so gestresst und könnt Weihnachten komplett genießen. Timo und ich freuen uns immer sehr über diese Kinoboxen. Bei uns gibt es ein Kinopolis und die verkaufen diese Boxen schon fertig, wirklich sehr süß. Es sieht aus wie so eine Filmrolle und dann ist da einmal Haribo drin, wirklich sehr süß gemacht von unserem Kino. Und dann sind da die Gutscheine drin. Da können sich dann die Personen, denen wir diese Boxen schenken werden, sehr darüber freuen. Die können sich selber aussuchen, welchen Film die gucken möchten. Außerdem haben die hier einen Snack-Gutschein, ob die jetzt Popcorn möchten oder Nachos, können die sich aussuchen. Und 2 Getränke. Also diese Box ist für 2 Personen, kostet um die 30 Euro. Ihr könnt dann zwischen 2D- und 3D-Filmen wählen. Oder bei unserem Kino ist das zum Beispiel so, ihr könnt eine 2D-Box holen. Und wenn sich die Person dazu entscheidet, doch lieber 3D zu schauen, können die ein bisschen Aufpreis bezahlen und können dann auch 3D gucken. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich gucke sehr ungern 3D-Filme. Ich weiß, das ist schön, diese Animation. Aber ich bekomme danach immer Kopfschmerzen. Ist das bei euch auch so? Deshalb freue ich mich sehr, wenn ich eine 2D-Box geschenkt bekomme. Und wenn ich dann doch möchte, kann ich ja immer noch ein bisschen Aufpreis bezahlen und doch 3D gucken. Das ist wirklich eine super Geschenkidee. Und für ca. 30 Euro könnt ihr jemanden wirklich sehr glücklich machen. Besonders, ihr könnt damit 2 Leute glücklich machen. Sind ja 2 Tickets und 2 Snacks. Eine richtig coole Geschenkidee sind auch die Düfte von La Rosée. Ganz kurz zu La Rosée. Bei La Rosée bekommt ihr Duftzwillinge von sehr bekannten Düften. Ich habe hier zum Beispiel die 092. Das ist ein Duftzwilling zu dem Dolce & Gabbana The One Duft. Blende ich euch hier mal ein. Sieht im Original so aus, die Flasche. Ich schreibe euch auch mal die Preise hier hin und ihr seht, was für ein Unterschied, was für ein Preisunterschied das ist. Und eure Liebsten werden nicht sagen, wieso hast du mir das Original nicht geholt? Ihr könnt euch die Duftzwillinge holen und das sind wirklich sehr, sehr gute Düfte, die den ganzen Tag halten. Ihr seht, wie viel ich davon schon benutzt habe. Ich habe auch meiner Schwester einen Duft in ihr Adventskalender gepackt und sie hat sich sehr darüber gefreut. Außerdem habe ich auch noch einen Rabattcode, blende ich euch hier mal ein. Alle Infos aber zu La Rosée bekommt ihr auch unten. Da habe ich euch die Seite verlinkt, da habe ich euch meinen Rabattcode rein verlinkt. Ihr könnt einfach auf die Seite gehen und oben in der Suchleiste mal schreiben, welchen Duftzwilling ihr sucht. Zum Beispiel, ihr sucht Dolce & Gabbana The One, dann tippt das da rein und dann kommt automatisch der Duftzwilling dazu. Oder wenn ihr euren Duftzwilling nicht gefunden habt, dann könnt ihr auch über WhatsApp zum Beispiel La Rosée schreiben und sagen, welchen Duft ihr sucht. Und dann sagen die euch, welche Düfte von La Rosée diesem Duft ähneln. Eine absolute Empfehlung ist die 092, ähnelt Dolce & Gabbana The One. Und es riecht so nach einer sauberen Frau, nach einer sauberen, attraktiven Frau. Wenn ihr nicht wisst, welchen Duft ihr einer Frau schenken sollt, dann seid ihr mit 092 wirklich sehr gut versorgt, weil ich finde, das ist ein Duft, wo jede Frau eine Verwendung für finden könnte, ob jetzt tagsüber oder abends, ob jetzt in der Woche, am Wochenende, das ist wirklich ein All-Time-Favorite von mir. Außerdem habe ich hier die Nummer 044, ähnelt dem Duft J'adore Dior. Oh, diese Werbung, allein diese Werbung kriegt mich schon wirklich sehr. Ich sage euch mal kurz, wie dieser Duft ungefähr riecht und mache euch auch hier unten die Preise rein, dann könnt ihr mal gucken, was das für ein Preisunterschied ist.
Das ist auch ein sehr weiblicher, aber eher so fruchtiger Duft. Kennt ihr das, wenn die in den Werbungen von den Düften wirklich das Gefühl so rüberbringen, was dieser Duft rüberbringen soll? Hier ist die Werbung wirklich richtig passend. Außerdem habe ich noch einen dritten Duft. Bei dem Duft kann ich wirklich sagen, es ist eine absolute Winterempfehlung. Das ist die Nummer 164, soll ein Duftzwilling zum This Is Her von Sadiq & Voltaire. Spricht man die Marke so aus? Wenn nicht, das ist die Flasche dazu und ich schreibe euch auch die Preise nochmal dazu. Ihr seht, ich habe schon so viel davon benutzt. Es ist wirklich so ein richtig schöner winterlicher Duft. Es ist etwas stärker, etwas süßer als die anderen Düfte, die ich euch gezeigt habe eben. Absolute Empfehlung. Da könnt ihr einiges an Geld sparen. Und auch diese Flaschen könnt ihr sehr süß verpacken. Jetzt kommen wir zu den etwas teureren Geschenken. Ich habe einmal ein Männergeschenk und einmal ein Frauengeschenk. Ich freue mich so sehr für meinen Mann, dass er das hier geschenkt bekommt dieses Jahr. Ich finde, es ist so eine gute Idee im Winter für einen Mann. Ich finde, bei Männern ist es immer ein bisschen schwieriger als bei Frauen. So für mich. Ich kann für Frauen sehr schnell Geschenke finden, aber bei Männern ist das, finde ich, nochmal so eine Herausforderung. Das ist so ein Licht, was natürliches Licht bzw. den natürlichen Sonnenaufgang nachahmt. Das heißt, ihr steht nicht so gestresst mit einem sehr lauten Wecker auf, sondern ihr könnt das Licht als Wecker einstellen und es fängt schon so ungefähr eine halbe Stunde vorher an zu leuchten, so dass es sich für euch, für euren Körper so anfühlt, als wärt ihr mit dem Sonnenaufgang aufgewacht. Und außerdem könnt ihr auch da natürlich noch so Töne einstellen. Es sind aber so beruhigende Töne, die euch inspirieren, die euch Energie geben und nicht so ein Rausreißen aus dem Bett mit einem sehr lauten, komischen Weckerton. Ich weiß, dass mein Mann sich sehr darüber freuen wird. Ich bin mir sicher, weil er steht so voll auf so spirituelle Sachen und ich finde das schon schön, mal so mit Sonnenaufgang aufzuwachen, beziehungsweise halt aufzuwachen in so eine Helligkeit. Wir stehen beide immer um 7 Uhr auf und um 7 Uhr ist es immer noch so dunkel, dass man wirklich das Gefühl hat, man muss eigentlich noch im Bett bleiben, weil es sich irgendwie falsch anfühlt. Deshalb freue ich mich wirklich sehr darüber. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Es gibt welche, die nur den Sonnenaufgang nachahmen können. Das Modell kann Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und auch mit so Tönen, die euch besser zum Schlafen bringen. Wirklich eine sehr, sehr coole Idee. Außerdem habe ich da auch so ein bisschen an mich selber gedacht. Es ist so eine coole Sache, die wir natürlich beide nutzen werden. Und es sieht auch stylisch aus. Ich mache euch den Link unten mal rein. Da könnt ihr euch mal ein bisschen hin und her klicken und schauen, welches Modell ihr haben möchtet. Darüber habe ich vieles Gutes gehört und habe es für meinen Mann bestellt. Jetzt kommen wir zum Frauengeschenk. Entweder ihr seid eine Frau und sucht etwas für eine Frau, für eure Mama, für eure Schwester oder Freundin, wer auch immer. Oder ihr seid ein Mann, der gerade hier gelandet ist. Liebe Männer, es gibt auch luxuriöse, nicht so teure Geschenke. Deshalb schaut euch unbedingt auch mal bei diesen schönen Marken um. Auch dort bekommt ihr Dinge, die noch bezahlbar sind. Ich habe etwas von Louis Vuitton. Und zwar hat mir mein Mann zum Geburtstag ein Armband von Louis geschenkt. Und es ist noch im bezahlbaren Rahmen. Ich bin mir sicher, jede Frau würde sich darüber freuen. Und es fühlt sich luxuriös an, aber trotzdem ist es noch bezahlbar. Es ist so wunderschön verpackt in so einem Textilbeutelchen noch. Wirklich sehr schön. Ich zeige euch das Armband mal. So sieht es aus mit dem Louis-Muster und so einem goldenen Detail. Kann man so aufklipsen hier. Und hier ist dann auch nochmal das Louis-Zeichen. Wirklich sehr schön. Gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist jetzt die größere Größe. Aber mein Mann wusste, ich liebe es sehr, meine Armbänder so locker zu tragen und nicht so eng hier vorne. Die kleinere Größe wäre dann, glaube ich, ungefähr so gewesen. Aber ich mag das sehr, meine Armbänder so zu tragen. Hier das andere trage ich ja auch so. Das hier ist übrigens ein Armband von Swarovski mit zwei Buchstaben, einmal G, einmal T. Habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und die passen auch sehr gut zusammen.
Das Kettchen hier ist zum Beispiel Silber und die Buchstaben sind Rose Gold. Und die Uhr, die ich eigentlich immer anhabe, nach der ihr auch immer fragt, die ist ja auch Gold und Silber. Ich mag es sehr gerne, Gold und Silber zu mischen. Deshalb passen die beiden auch so schön zusammen. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und auch für Männer gibt es bei Louis wirklich sehr schöne Armbänder, die man auch noch bezahlen kann. Also Geburtstag oder Weihnachten könnt ihr da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ich werde euch den Link zu dem Louis-Armband auch unten mal reintun. Dann könnt ihr euch da ein bisschen hin und her klicken und ein bisschen stöbern, je nachdem, welches Modell euch am besten gefällt. Wenn ihr zu euren Weihnachtsgeschenken noch etwas Persönliches, Selbstgemachtes noch dazu tun möchtet, dann kann ich euch selbstgebackene Plätzchen natürlich sehr empfehlen. Ich war auf der Suche nach diesen Plätzchentüten und ich sag's euch, auch für diese Tüten kann man ziemlich viel Geld ausgeben oder man ist so wie ich und geht vorher zu Teddy und Action. Bei Teddy bekommt ihr diese Tüten für ziemlich wenig Geld. Ich glaube, die haben unter 1 Euro gekostet. Hier sind 10 Tüten drinne. Ich freue mich sehr, Plätzchen selber zu backen und die da reinzufüllen und sie meinen Liebsten zu schenken. Außerdem bekommt man bei Teddy auch sehr viel, sehr günstig so Plätzchen-Dekoration. Für diese richtig große Dose habe ich einfach mal nur 2 Euro bezahlt und da sind ganz viele verschiedene Deko-Sachen drin. Und die hatten auch viele verschiedene Farben, aber ihr kennt mich ja, ich liebe Silber, ich liebe Grau und habe mich dafür die grau-weißen Deko-Sachen entschieden. Geschenkverpackungen müssen auch nicht teuer sein. Eure Geschenke könnt ihr aufpimpen, indem ihr mal kurz bei Action vorbeischaut. Es gibt hier diese wunderschönen Geschenkverpackungssets. Schaut mal einmal in glänzend, einmal in matt, einmal in mit so Glitzer. Und die hatten da auch verschiedene Farben, aber ihr wisst, ich mag Grautöne sehr gerne, deshalb dachte ich, ich nehme mir das mit. Und dann habe ich mir hier diese Folien noch mitgenommen. Ich meine, die haben auch so um die 80 Cent gekostet. Und daraus könnt ihr so Herzchen rausschneiden oder Kreise rausschneiden und dann die Namen von den Personen draufschreiben, zu denen die Geschenke gehören. Ich finde, es sieht einfach so schön aus und damit sieht die Verpackung dann viel, viel hochwertiger aus. Und bei einem ganz normalen Bastelladen hätte man hier auch schon um die 4, 5 Euro ausgegeben. Deshalb schaut unbedingt bei Action vorbei. Wirklich sehr tolle Preise, sehr tolle Sachen. Dann habe ich noch einen Block mitgenommen mit so etwas härterem Papier in Schwarz, in so einem Braunton und in Weiß. Ich finde, so härteres Papier ist sehr schön für Briefe. Wenn ihr jetzt jemandem ein Weihnachtsgeschenk macht und dann noch ein paar persönliche Worte dazu packen möchtet, dann ist es sehr schön, wenn ihr so ein etwas robusteres, stärkeres Papier nehmt. Hier habe ich auch um die 2 Euro bezahlt. So viel gutes, qualitatives Papier. Ich hoffe, meine Geschenkideen haben euch gefallen. Ich hoffe, es war auch was für euch mit dabei. Schreibt mir unten mal rein, was so eure absoluten Empfehlungen sind für Weihnachtsgeschenke. Ich finde, es ist nicht immer sehr einfach, aber wenn ihr nicht genau wisst, was sich die Person wünscht, dann sind das wirklich so Dinge, die auf jeden Fall immer passen können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!